Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Cake Deviant Cut. Wir regieren heute auf die Space Frogs. Die Doppelmoral um toxische Männlichkeit. Was ist dieses Männlichkeit? Und warum ist es so toxisch? Ist diese Toxigkeit ansteckend? Ich hatte ungeschützten Kontakt mit Video meiner Frau. Von 12 Tagen. Ist ein Schnurrbart? Cool. Hoffentlich. Toxische Männlichkeit. Immer wenn es um dieses Thema geht, wird's toxisch. Wenn Menschen fühlen sich angegriffen. Ich meine, wie können sie es nur wagen? Schließlich schreiben Menschen über dieses Thema aus feinsten Intentionen. Und aus höchster Moral. Wisst ihr, diese Moral, die da ist. Und nicht, wo eure Moral ist. Tatsächlich erlebe ich bei diesem Thema immer eine sehr interessante Form der Doppelmoral. Zum Beispiel gibt es einen Kernpunkt in dieser ganzen Thematik, der mehr Zustimmung kriegt, als die meisten Leute ahnen würden. Männer müssen heulen, müssen rumrennen und Nippel twisten, bis sie alle flennen. Sehr viele Männer, vor allem auch aus den Bubbles, wo sich die Leute über toxische Männlichkeit aufregen, haben das Gefühl, dass ihre Probleme nicht ernst genommen werden, dass sie sich nicht öffnen können. Die Gesellschaft allgemein einen Fick gibt, wenn man ein Problem hat. Aber es hilft jetzt nicht, wenn Leute stolz posten, Boys can't cry, aber nicht danach gehandelt wird. Bro, lass es raus. Es ist auch okay, als Mann mal deine Gefühle zu zeigen. Digga, ich hatte gerade kurz so ein Piepen im Ohr. Wie heißt diese Krankheit? Junge, richtig komisch, jetzt wieder weg. Junge, scheiße. Okay. Ja, weißt du, also, das hat schon... Schizophrenie, das ist es, genau. Mit meinem Papi, als ich... Sehr schön, weiter so, ich glaub an dich. Tinnitus, tschüss. Genau. Männer dürfen weinen, aber bitte alleine. Ich meine, ihr seid immer noch Männer. Es gibt sehr viele Probleme, die statistisch bei Männern mehr auftreten als bei Frauen, auch wenn das kein Wettbewerb ist. Aber immer wenn über diese Statistiken geschrieben wird, heißt es ganz einfach, der Grund ist toxische Männlichkeit. Weil Männer tun sich das halt selbst an, weil sie haben halt einfach Männlichkeit falsch durchgespielt und zwingen sich jetzt gegenseitig die falsche Form von Männlichkeit auf. Deswegen können das Männer auch nur selbst beenden, weil sie müssen halt als Kollektiv eine neue Form von Männlichkeit auswählen. Aber wenn du jetzt einfach nur auf nette Art erklärst, wie Männer selbst schuld sind und nur sie selbst es lösen können, ist das nicht auch nur einfach eine andere Formulierung von hör auf zu heulen. Das Ganze ist prinzipiell ein bisschen paradox. Aus irgendeinem Grund ist es völlig okay, bei Männern zu sagen, die psychischen Probleme kommt nur daher, weil seine Männlichkeit falsch ist oder toxisch oder fragil oder ja halt irgendwie Probleme damit hat. Sowohl bei unseren Videos zu Pickup-Artists als auch zu Woken-Themen kommen immer Kommentare, die unsere Männlichkeit angreifen. Also sie versuchen es. Ist ein bisschen zu groß für die. Ja, ich find's halt interessant, weil die höchstwahrscheinlich aus sehr unterschiedlichen ideologischen Lagern kommen. Aber das ist doch genau das Prinzip, was falsch ist. Jemanden die Männlichkeit aberkennen und angreifen, ist doch toxisch as fuck. Was das Ganze nicht besser macht, sind diese ganzen Mainstream-Meinungsartikel. Ihr wisst schon, der Premium-Shit des Mainstream-Journalismus. What? Da ist irgendwo ein Problem und es hat auch nur ansatzweise mit Männern zu tun? Toxische Männlichkeit. Oft ist das Ganze auch ein bisschen... Ja, das ist mir auch so aufgefallen, ne? Egal, was irgendwie irgendwo nicht richtig läuft, das ist halt immer toxische Männlichkeit. Das ist halt genauso wie bei Dev einfach. Nee, das Patriarchat. Das ist mein Argument, Digga, das Patriarchat. Zirkular. Diese Männer leiden unter diesem Problem und Verhaltensweisen wegen toxischer Männlichkeit. Und was ist toxische Männlichkeit? Naja, ein Sammelbegriff für diese Probleme und Verhaltensweisen von Männern. Zirkular. Aber hey, das beschränkt sich ja nicht nur auf Probleme von Männern. Da ist irgend so ein gesellschaftliches Problem und du willst drüber schreiben und smart klingen? Easy. Warum gibt's Krieg? Ganz klar, toxische. These zur toxischen Krieg ist das Ding mit Gemächt. Digga, also das ist halt... Das Auffahren von Militärfahrzeugen mit phallischen Kanonenrohren an der als weiblich konnotierten Ukraine ist obszön. Digga, das ist einfach ein Schlag in die Fresse für jede Person, die da im Krieg ist, für jeden gefallenen Zivilisten, für jeden, der da zu Schaden kommt, Digga. Männlichkeit. Das Auffahren von Militärfahrzeugen mit phallischen Kanonenrohren an der als weiblichen kanonitierten Ukraine ist obszön. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ukraine wurde vergewaltigt. Klimawandel? Wohl eher. Wo ist der nötige Männerwandel? Um die Klimakrise zu beenden, muss sich ändern, was als männlich gilt. Danke, Raphael Thelen. Du bist nicht wie andere Männer. Staatsschulden? Ha? Ihr könnt es euch vielleicht denken. Kosten jedes Jahr 63 Milliarden, Bro. Das ist viel, Alter. Und viel heißt... männlich. Also es ist schon so ein bisschen toxisch, wenn man bei allen Problemen, die es in der Welt so gibt, einfach sagt, Männer, da, die sind das Problem. Davon verstärken wir auch nur das Bild von Männer sind Täter und niemals Opfer, obwohl sie ja genau so Opfer besagter Probleme sind. Nur weil dieser eine Typ dasselbe Geschlecht hat, ja, dasselbe, nicht das gleiche, können wir jetzt nicht einfach mit Kollektivschuld um uns schmeißen, ohne wirkliche Lösungsvorschläge mit einzubringen. Aber Gott sei Dank gibt es eine universelle Lösung für das Problem. Feminist. Ja, Panzer hatten früher halt gar kein Rohr einfach, ne? Das war ja so eine Scheide halt, aber dann dachte man sich so, nein, das muss mehr nach dem Penis aussehen. Und wie hilft das? Naja, Feminismus ist halt dagegen. Okay, cool, aber was machst du aktiv dagegen? Mindfreak, Stufe 2 Sub, vielen lieben Dank, Ehre. Und wenn 41 du auch, Monate Feminist auch krass, bist, dann bist du auch dagegen. Und wie werde ich Feminist als Mann? Wie kann ich als Mann Feminist sein? Lesen Sie Bücher von Frauen? Sehen Sie Filme von Frauen? Hören Sie Musik? Ja, Digga, ich bin Feminist, Digga. Ich habe mir letztens Taylor Swift angehört. Ja, ich kenne das, ey. Von Frauen? Lassen Sie Frauen ausreden. Bezahlen Sie Frauen für ihre Arbeit mindestens so viel wie Männern. Und falls Sie etwas mehr Zeit haben, werden Sie Entbindungspfleger. Digga, was?
Ach, Junge, Junge. Ja, ja, das ist alles cool und so, aber wie hilft mir das jetzt bei meinen psychischen Problemen? Es stimmt schon, dass wir wahrscheinlich alle von einer gerechteren Welt profitieren, aber manchmal wirkt es so, als würden sie einfach irgendwelche Begriffe, die sie mal aufgeschnappt haben, reinwerfen, weil es besser wirkt als ich. Bin übrigens Digga. Gegen böse und doofe Sachen und deshalb für Gutes und gegen Krieg. Danke, danke. Ja, ich weiß. Danke, tschüss. Aber die Sache, die wahrscheinlich in dieser Diskussion am meisten nervt und auch irgendwie einen großen Logikfehler hat, ist, es wird halt so formuliert, als hätten Männer halt ein Kollektivbild von Männlichkeit. Es gibt ein einziges Bild, wie ein Mann zu sein hat, und das muss sich ändern. Oder anders formuliert, Männern wurde von Männern ein schlechtes Bild von Männlichkeit aufgezwungen. Deswegen müssen wir ihnen jetzt helfen, indem... Ich frag mich, was Gott so von uns Menschen denkt. Von solchen Menschen. Oh nein, was habe ich nur getan? Wir unsere, die gute Form von Männlichkeit... aufzwingen. Erklärt zu bekommen, dass man falsch männlich ist, doof männlich, toxisch männlich, fragil männlich oder was auch immer, das nervt. Das kotzt an. Das macht sauer. Vor allen Dingen, wenn das von einer fremden Person kommt, die ja einen gar nicht kennt und die Werte, die man hat. Das ist ein bisschen toxisch. Nein, es gibt keine Kollektivmännlichkeit und ich werde jetzt nicht rumrennen und anderen Männern erklären, was es heißt, männlich zu sein. Und ich will mir auch nicht irgendwelche Beiträge von Medienmenschen anhören, dass Männlichkeit in der Krise ist und wir uns jetzt neu definieren müssen. Wir als Männer. Ich hab's verstanden, Bro. Du bist nicht wie die anderen Männer. Das ja, ich weiß. Ich denke schon, dass also toxische Männlichkeit existiert auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen, aber na, das ist halt einfach das, was gerade sehr schade ist, was man ja generell im Feminismus sieht, es wird heutzutage einfach für jedes Problem einfach genutzt. Ne? Also ich denke auch, ne, dass Männer mehr Gefühle zeigen sollten, ne, dass man auch mal weinen kann oder so. Ne, das ist ja auch absolut legitim. So, ne? Ich weine auch immer, wenn ich mir so Pornos mit Prostituierten angucke und die wird dann bezahlt, Digga. Es ist so, die hat einfach dafür bezahlt. Das Geld ist einfach weg, so traurig halt. Ne? Und sowas ist in Ordnung. Ne? Oder dass toxische Männlichkeit immer heißt, so ja, man muss halt so männlich sein, Männer kennen keinen Schmerz, sowas. Das sind so Dinge, ja, daran sollte man halt arbeiten. Aber dann halt so Artikel zu schreiben, dass toxische Männlichkeit schuld am Krieg in der Ukraine ist, ist halt, weiß ich nicht, Bro, sehe ich ein bisschen anders so. Das Interessante ist, das Bild, was viele von Männlichkeit haben, ist nicht mal verkehrt. Weil bei all diesen How-to-Alpha-Dingern, die wir uns gerne reinziehen, ist uns eine Sache immer aufgefallen. Die Werte, die viele predigen, sind oft gar nicht so schlecht. Bilde dich, lebe gesund, arbeite stets daran, dich zu verbessern, sei ehrlich und aufrichtig, kümmere dich um deine Familie, trag sexy Tanktops, zeige Respekt gegenüber anderen, lass dir ein sexy Schnurrbart wachsen, lebe Loyalität, sprech Deutsch, du Hurensohn, zeig Courage, zerquetsche Eier zwischen deinen Bizeps und setze dich für die Schwächeren ein. Ich meine, das sind keine schlechten Werte und vor allen Dingen, das sind Werte, die Frauen genauso ausleben können. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, Ladies, wo ist euer Schnurrbart? Das Problem ist eher, dass die Menschen diese Werte predigen, aber selbst nicht leben, sondern nur groß rauskotzen, um sich über andere zu stellen. Aber das passiert ja Gott sei Dank bei keinem anderen Thema. Ich meine, das kennen wir nur von Männern und nicht buchstäblich von jedem verfickten anderen Thema, was das zulässt. Looking at you, Christen, Papst, Alter, du Kinderfl... Okay, was wir brauchen, sind gute Werte als Gesellschaft. Und die bestimmen und leben wir als Gesellschaft. Und da kann man sich jetzt nicht rausziehen und sagen, ja, hier, diese eine Gruppe von Menschen, ja, die haben schlechte Werte, aber das müssen die jetzt selber ändern. Ihr könnt euch bitte selbst informieren, also das muss ich euch jetzt nicht erklären, wie, weil ich bin ja nicht Teil dieser Gruppe. Das ist euer Problem. Fickt euch. Am Ende sind wir alle Individuen. Am Ende sind wir alle Individuen und jeder kann selbst bestimmen, wie er diese Werte auslebt und was das genau für ihn bedeutet. Weil sowas wie für seine Familie da sein, kann man ja unterschiedlich ausleben. Und vielleicht ist es ja auch nicht schlecht, wenn wir es unterschiedlich machen. Danke. Und viele stereotypische Männlichkeitsdinger sind ja gar nicht das Problem. Der Zigarro-Macho-Muskelbepackte Bratwurst-Grillen-Action-Held kann diese Werte trotzdem ausleben. Der Schlüssel liegt natürlich darin, es bei den Kindern besser zu machen. Ist ja auch richtig. Mit der richtigen Erziehung. Aber was heißt richtige Erziehung? Peitschenhiebe. Erziehung wird vor allen Dingen verbunden mit der nicht Tolerierung von schlechten Verhalten. Red nicht mit vollem Mund und respektiere die Älteren, ansonsten gibt's Fighting Punch in deine Fresse! Natürlich sollte man Kindern ab und zu sagen, so, yo, aber nicht. Scheiße, du Hurensohn. Aber bei manchen wirkt es so, als würden sie denken, Männer hätten ein gestörtes Verhältnis zu Frauen, weil sie als Kind nicht genügend eingeprügt bekommen haben, Women zu respekten. Als wären sie Hunde, die man ausprügeln muss, alles zu besteigen, anstatt es mit dem Spruch Boys will be Boys zu verteidigen oder zu relativieren. Aber der Fokus sollte eher darauf liegen, den Sohn lieb zu haben. Oh. Und dein Kind. Oh. Hilf deinem Kind, ein emotional stabiles Wesen zu sein. Und das machst du nicht mit Bestrafung. Ja, ich weiß nicht, ich denke halt auf jeden Fall, dass es halt auf jeden Fall wichtig ist, dass man sein Kind auf jeden Fall offen erzieht. Ne? Also jetzt gibt ja halt viele, die ihr Kind so erziehen, ja, hier, keine Ahnung, Indianer kennen keinen Schmerz, solche Sachen. So, ne, da würde ich auch sagen, so ganz klar, das ist halt idiotisch, ne? Auch Noah zum Beispiel darf auch weinen, wenn er will. So, das ist ausnahmsweise ist das okay, ne? Oder ich weiß nicht, dass er Gefühle zeigen darf, dass man anziehen möchte, was man möchte, dass man anziehen, dass er anziehen kann, was er möchte. So, ne, das sind, finde ich, so Werte, die man auf jeden Fall halt mitgeben sollte. Ne? Und dass man natürlich halt nett, empathisch sein soll, auf andere eingehen, blablabla, halt diese normalen Sachen so. Ich finde auch so dieses so auf Männlichkeit erziehen. Im Sinne von, dass man jetzt halt wirklich sagt, ja, nein, du bist männlich, du musst ein Macho sein, du musst ein Angeber sein, du musst viele Frauen haben, so, weißt du, das ist halt einfach unangenehm. Aber ich kenne zum Glück auch niemanden, der sein Kind so erzieht.
machst du mit Liebe, Geborgenheit und vor allen Dingen Anerkennung. Das Gefühl, geil zu sein. Und ich bin jetzt auch kein Fan davon, Jungs zu sagen, Männer weinen nicht und heulen nicht, hör auf zu heulen, du Spaß. Das ist natürlich nicht geil. Kinder brauchen Orientierung und Vorbilder, da gibt es natürlich schlechtere und bessere. Aber du wirst halt nicht so einen emotional verkrüppelten Mann, weil du meinen scheiß Spruch gehört hast. Eine Menge Menschen wurden zu emotional verkrüppelten Wesen, weil die Erziehungstechnik, lass das Baby heulen, alleine im Dunkeln, als eine gute Erziehungstechnik gilt, galt, gult, gült. Ich meine, vielleicht ist es nicht Boys will be Boys, aber Kids will be Kids. Und sie haben halt nun mal Emotionen wie Wut und Hass in sich, weil ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist. Die hat jeder in sich. Die sind völlig natürlich. Yo. Aber die Kinder müssen halt lernen, damit umzugehen. Du kannst sie halt nicht austreiben. Konzentrieren wir uns jetzt nur auf, das müssen wir den Kindern austreiben, lassen wir den Kindern ja nichts anderes übrig, als die Emotionen zu unterdrücken und irgendwelche Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, die sie halt brauchen, weil die Psyche sonst an den eigenen Emotionen zerbrechen würde. Yay. Und das kann zum Beispiel diese aufgesetzte Männlichkeit sein. Wenn dein Junge sehr viele Aggressionsprobleme hat und sich halt dauernd prügelt, ist nicht unbedingt die Lösung ein besseres Bild von Männlichkeit, sondern ein Kampfsport. Damit er weiß, wie er es richtig macht. Die lernen da Respekt. Die leben es aus. Bei vielen wird das auch bereits so angekommen sein und die haben auch bereits ein Umdenken, was sehr gut ist, aber man muss halt verstehen, dass es bei sehr vielen eben nicht so ankommt. Ich meine, man hat bei diesem Thema allgemein ein sehr, sehr negatives Framing, was ich auch so witzig finde. Wir gendern, um Leuten unterbewusst das Gefühl zu geben, sie könnten alles werden, aber wir erfinden Begriffe extra, um negatives Verhalten bei Männern zu beschreiben. Mansplaining, toxic mexikanisch. Das ja, wobei, das würde ich schon sagen. Dann geben wir Männern die Schuld an sämtlichen Problemen der Welt. Es wird halt nirgendwo eine gute, unterbewusste Message geschickt. Die ist halt mega negativ. Und du kriegst halt irgendwie mal das Gefühl, dass es ja, falsch ist. Ja, da habe ich schon recht eigentlich. Du musst es drücken und damit fördern wir eigentlich genau wieder das, was wir eigentlich bekämpfen wollen. Hodenkrebs. Ja gut, das Wichtige ist halt, dass das nur Männer dann negativ dastehen und nicht Frauen. Weißt du, das ist das Gute. Männer, wir wollen Männer bekämpfen, Ricardo. Wir sind doch Feministen. Man kann halt auch ein bisschen positiv rangehen, weil es gibt genügend positive Sachen zum Hervorheben. Aber wirst du jetzt einfach nur mit Kollektivschuld um dich und bist halt fucking toxisch, dann musst du dich nicht wundern, dass die Leute auch toxisch darauf reagieren. Und sich dann der Sache abwenden und lieber den klassischen Männerrollen zuwidmen, die ja teilweise mehr mit einer Positivität vermittelt werden von wegen. Das ist der starke Mann und so bist toll. So lieben dich die Frauen und so ist alles geil. Deswegen, Leute, hack deinen Bro. Sag ihm, dass du für ihn da bist. Immer. Auch wenn er duscht, wenn er kackt, wenn er alleine ist. Du bist immer für ihn da. Wie so ein Creep. Yo. Kuschelt zusammen. Haltet euch warm. Dann kommen wir alle durch den Winter. Genau. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen toxischen 70% männlichen Wichser, ihr. Die uns alles klar. Ja, eigentlich ganz gutes Video. Ja, konnte jetzt irgendwie nicht so viel sagen. Ich finde, die haben das schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber ich würde schon sagen, dass toxische Männlichkeit existiert, aber dass das halt sehr oft auf jeden Fall so aus dem Zusammenhang irgendwie gerissen wird, ne? Wie die halt schon sagen, irgendwie daran ist halt irgendwie alles schuld, ne? Und wenn ich lese irgendwie, ja, Männer sind schuld am Klimawandel oder, weiß nicht, sind, was sind wir noch schuld gewesen? Boah, gute Frage, was war denn das, Alter? Was sind wir noch schuld hier? Das war noch der Anfang hier, an Krieg zum Beispiel, Klimakrise und so weiter, so weiß ich nicht, das ist halt so weird, so, warum sollen Männer schuld an Krieg sein? So, das ist so dumm. So, keine Ahnung. Finde ich immer sehr, sehr schade. Und das ist halt dieser Feminismus, den ich halt meine. Das haben die auch gesagt, ne? Diese ganzen Sachen sind halt so schlecht, also stehen so schlecht in der Gesellschaft. Das hat ja auch zum Beispiel keiner Bock drauf zu gendern, weil man einfach da so reingezwungen wird, weil man fertig gemacht wird von den Leuten, wenn man das nicht macht. Ist klar, dass dann keiner sich sagt, ja, Mann, Digga, jetzt habe ich richtig Bock. Ja, finde ich sehr schade. Mal gucken, wo das so hinkommt in Zukunft, wa?